Heute führt uns der Weg von Saint-Paul-Trois-Châteaux nach Mende. Eine Überführungsetappe, aber was für eine. Schwer, sehr sogar. 3700 Höhenmeter sind zu überwinden. Das Gesamtklassement wird sich wohl kaum verändern und für die Sprinter ist das Finale zu schwer. Aber da gibt es noch viele andere Kandidaten. Entlang der Ardèche, das Département Gard und zum Schluss ins Lozère mit dem Monté de la Croix-Neuve. 3 Kilometer lang und 10% steil vor dem Ziel im Aerodrom oberhalb von Mende. Vor 3 Jahren gewann dort der Brite Stephen Cummings. Der Wind spielt zu Beginn eine bedeutende Rolle. Für ein paar Momente geraten Landa, Bardet und Valverde, aber auch Yates, Dan Martin und Roglic in Probleme. Aber genauso schnell ist auch alles wieder beisammen, in der Gruppe ums gelbe Trikot. Vorne hat sich auf Initiative von Julien Alaphilippe eine große Fluchtgruppe gebildet. Sie ist mehr als 30 Mann stark. Viele Belgier sind vertreten, man könnte meinen, ist ja kein Wunder. Heute ist belgischer Nationalfeiertag. Der Vorsprung steigt stetig an und beträgt 110 Kilometer vor dem Ziel über 6 Minuten. Der Bestplatzierte in dieser Gruppe ist der Italiener Damiano Caruso aus der Mannschaft BMC. Mit dabei ist aber auch Simon Geschke, der Etappensieger von 2015 aus dem Team Sunweb. 65 Kilometer vor dem Ziel ist der Vorsprung weiter angestiegen. Er beträgt nun bereits mehr als 9 Minuten. Am Col de la Croix de Bertel kommt Bewegung in die Spitzengruppe durch den spanischen Meister Gorka Isagir aus der Mannschaft Bahrain Merida. Er ist zunächst im Solo unterwegs und hat gut 30 Sekunden Vorsprung auf seine ehemaligen Mitstreiter. Der Vorsprung auf das Peloton fast 11 Minuten. In der Abfahrt bekommt Isagir Begleitung. 2 tempofeste Fahrer schließen auf, Tom Hjeltas-Lahkte und Jasper Stuyven. Eines ist klar, der Sieger kommt sicher aus der ehemals über 30 Mann starken Gruppe. Jasper Stuyven profitiert nun von einem Moment der Unachtsamkeit seiner Fluchtgefährten und setzt sich ab. Es sind noch 31 Kilometer bis zum Ziel. Stuyven ist im Team Trek-Segafredo eigentlich ein Spezialist für die Frühjahrsklassik. Bei den Verfolgern reagiert Quickstep mit Philippe Gilbert. Er ist nun als Helfer für Alaphilippe in Aktion. Am Fuß des Schlussanstiegs behauptet Stuyven noch immer einen Vorsprung, 1,40, aber er schmilzt. Freile greift nun an. Ihm folgt kurz darauf Julien Alaphilippe. Der Spanier Freile passiert Stuyven 500 Meter vor der Bergwertung und behauptet seine Position bis ins Ziel. Alaphilippe wird Zweiter, sicher weniger als erhofft. Mit großem Abstand folgt das Hauptfeld und es gibt noch einen Kampf um die Sekunden. Primoz Roglic eröffnet. Die besten 3 des Gesamtklassements bleiben hingegen zusammen. Thomas, Froome und Dumoulin passieren die Ziellinie anschließend Seite an Seite. Quintana und Bardet büßen hingegen Sekunden ein. Der Mann des Tages. Omar Freile feiert vor 4 Tagen seinen Geburtstag und musste nicht lange auf ein nachträgliches Geschenk warten. Omar Freile feiert zudem ein großes Debüt bei der Tour de France. Es ist insgesamt sein 2. Tageserfolg bei einer Grand Tour. Denn auch beim Giro d'Italia gewann er vor 1 Jahr. Das ist ein unglaublicher Tag für mich. Solch einen Sieg zu erringen, das Finale war unfassbar hart, aber ich habe bis zum Schluss dran geglaubt. Was für ein unglaublicher Tag für mich, bei der Tour zu gewinnen. Omar Freile feiert den 1. spanischen Etappensieg bei der Tour 2018 und gewinnt für Alaphilippe und Jasper Stuyven. Top in Form Peter Sagan als 4. und Geschke als hervorragender 6. Die Favoriten haben heute über 18 Minuten Verspätung. Roglic verkürzt seinen Abstand auf den drittplatzierten Dumoulin. Vorne behauptet Geraint Thomas, gelb vor Christopher Froome. Bardet bleibt 5., verliert aber 15 Sekunden. Es geht schwer weiter, auf der morgigen 15. Etappe nach Carcassonne. Der Start im Millau, die Distanz beträgt 182 Kilometer und auch die Bergfahrer sind auf diesem Kurs gut aufgehoben, denn auf dem Programm steht vor dem Finale der Pic de Nord, ein Berg der 1. Kategorie. Das alles 40 Kilometer vor dem Ziel. Eine Etappe für Ausreißer. Carcassonne ist zum 6. Mal Zielort einer Tour-Etappe. Der letzte Sieger dort hieß Peter Sagan im Jahr 2016.